Schwester Gabriela Hesse, die die Abtissin ist der Zisterienserinnen und gerne ihre Geschichte. Vielen Dank, sehr verehrte liebe Anwesende. Ich war doch sehr erstaunt, als ich die Anfrage von Herrn Paul Wennekes bekam, hier nach Maastricht zu einer Art Glaubenskongress zu kommen. Wir hatten im September 2018 ein ausführliches Gespräch in meinem Kloster St. Marienstern. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Reisefan. Ich liebe mein Kloster sehr, den Ort, wo es steht, die Menschen, die dort leben. Ich verlasse das Kloster nicht sehr oft. Und doch reizte es mich, über 700 Kilometer hierher zu fahren und Ihnen etwas von unserem Leben, Beten und Arbeiten zu erzählen. Marienstern in der Nähe von Dresden im Landkreis Bautzen weit im Osten Deutschlands gelegen, ist ein sehr altes Kloster mit einer ununterbrochenen Tradition. Marienstern liegt mitten in der Lausitz im slawischen Siedlungsgebiet. Die Sorben leben hier seit dem 6. Jahrhundert mit ihrer eigenen Sprache und Kultur. 1248 wurde das Kloster von der Familie von Kamenz, die Reichsministeriale waren, als Zisterzienserinnenabtei gestiftet. Die Geschichte ist spannend und wechselvoll. Als ich 1981 eintrat, lebten in Marienstern über 30 Schwestern. Es gab noch Chorfrauen und Laienschwestern. Und 1981 war noch tiefste DDR-Zeit. Die Klausur wurde streng gehalten. Es gab gute Kontakte zu den Menschen, die um das Kloster herum lebten und die mit ihren Sorgen und Nöten direkt zum Kloster kamen. Zur politischen Gemeinde aber gab es keine Kontakte. Fast 90% der Einwohner der kleinen Gemeinde sind bis heute katholisch. Das ist für uns ein riesiger Vorteil. Wir sind wie eingebettet in ein Nest. Doch nicht weit vom Kloster entfernt beginnt eine sehr säkulare Welt. Aber auch das ist das Erstaunliche. Viele Menschen kommen zu uns ins Kloster, weil es hier irgendwie anders ist als vor den Klostertoren. Wenn sie in den Klosterhof hineinkommen, scheint etwas von ihnen abzufallen. Die Atmosphäre ist eine so ganz andere. Für uns Schwestern ist das wohl eher der Alltag. Wir empfinden das natürlich völlig anders. Wir sind eine sehr lebendige Gemeinschaft, die ihre zentrale Aufgabe in der würdigen Feier des gesungenen Chorgebetes sieht. Dazu scheinen die vielen äußeren Aufgaben gar nicht so zu passen. In Marienstern wurden Anfang des 19. Jahrhunderts verschiedene Schulen gegründet, unter anderem 1826 das St. Josefs-Institut, eine Mädchenschule mit Internat. Die Nazis schlossen alle katholischen Schulen und mitten im Krieg brannte das Gebäude aus. Viele Jahre haben die Schwestern gebetet und überlegt, wie dieses Gebäude wieder genutzt werden könnte. In der DDR gab es zwei Möglichkeiten, für die Kirche karitativ tätig zu werden: Behindertenarbeit oder Altenpflege. So begann 1973 die Betreuung von 80 geistig behinderten Mädchen im Alter zwischen 4 und 18 Jahren. Für DDR-Verhältnisse wurde das Bestmögliche an Lebens- und Arbeitsbedingungen geschaffen. Nach 1989 haben wir uns als Gemeinschaft ganz neu entschlossen, diese Arbeit fortzuführen. Das bedeutete, dass umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt wurden, mithilfe von Fördergeldern und verschiedenen anderen Zuschüssen. Inzwischen leben in den Wohnheimen und Wohnungen 112 geistig behinderte Frauen und Männer,
Wir haben eine Werkstatt mit 120 behinderten Mitarbeitern und eine Schule mit 38 Schülerinnen und Schülern, die alle ambulant zu uns kommen. Zum Kloster gehört eine Land- und Forstwirtschaft, ein Gästebetrieb, ein Klosterladen und eine Schatzkammer und ein Ernährungs- und Kräuterzentrum. Jährlich kommen einige tausend Touristen in unser Kloster. Insgesamt ist das Kloster Arbeitgeber für ungefähr 190 Menschen. Für eine Gemeinschaft von 11 Schwestern im Alter von 31 bis 91 Jahren eine große Herausforderung und Aufgabe. Wie kann das gemeistert werden, wenn die zentrale Aufgabe des Gebetes nicht darunter leiden soll? Zum einen haben wir fähige, einsatzbereite Mitschwestern und zum anderen gute Mitarbeiter und Angestellte. Das Chorgebet ist den Schwestern überaus wichtig. Das spüren auch die Menschen, die zu uns kommen und daran teilnehmen. Mitte der 90er Jahre traten junge Frauen in unser Kloster ein, die sehr viel Eifer für die Feier der gesungenen Liturgie hatten und begannen, die Chorbücher neu auszuarbeiten und in mühseliger Kleinarbeit Noten abzuschreiben. Dieses Projekt ist immer noch nicht abgeschlossen. Inzwischen gibt es im Zisterzienserorden eine Liturgiekommission, die sich diese Aufgabe angenommen hat und den Druck von neuen Büchern vorbereitet. Wir sind dabei sehr aktiv beteiligt. Für den Orden selbst ein Zeugnis von Einheit. Aber all das macht nur Sinn, wenn ich in lebendiger Beziehung zu Christus lebe, wenn ich Eifer für Gott und den Gottesdienst habe, wie es der heilige Benedikt in seiner Regel fordert. Mich selbst fasziniert immer wieder der Zisterzienserchoral in seiner Schlichtheit und Eindringlichkeit. In den Melodien findet das Wort Ausdruck, wird lebendig. Der Introitus des Ostersonntages ist für mich so ein Beispiel. Resurrexi et atuk tecum sum Alleluia. Ich bin erstanden und bin immer bei dir. Halleluja. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Wie wunderbar ist für mich dieses Wissen. Es ist der Dialog des auferstandenen Herrn Jesus mit seinem Vater. Die Melodie ist schlicht und eindringlich, ohne jede Schnörkel. Dort ist Innigkeit und Liebe spürbar. Dazu fällt mir auch die Aufforderung des heiligen Benedikt ein, Herz und Stimme sollen im Einklang sein. Unser Chorgebet wird von morgens 4.30 Uhr bis abends zur Komplett um 19 Uhr vollständig gesungen, im Wechsel zwischen deutscher und lateinischer Sprache. Ich gestehe, das ist nicht nur Vergnügen, sondern manchmal auch richtig schwere Arbeit. Aber es ist unsere Arbeit, die wir gerne tun und nicht, wenn wir Lust dazu haben. Deshalb versuchen wir für uns als Gemeinschaft auch Ruhezeiten einzuplanen, um unsere Kräfte zu erhalten. Das Gotteslob zu singen, stellvertretend unser Gebet, den Lobpreis, die Anliegen der Menschen vor Gott zu tragen, ist unschätzbar und einfach nicht auslotbar. Auch unser klösterliches Gemeinschaftsleben ist intensiv. Wir beten nicht nur viel miteinander, sondern feiern auch, machen gemeinsame Ausflüge und andere Aktivitäten. Mehrere Male im Jahr werden bei uns Fastenkurse für Gesunde angeboten. Diese Kurse begleitet jeweils eine Schwester mit geistlichen Impulsen und Gesprächen. Gerade während des Fastens sind die Menschen viel aufnahmebereiter, auch für die geistlichen und existenziellen Dinge ihres Lebens. Wir wissen nicht, wie viel Segen schon davon ausgegangen ist. Konnten wir zu DDR-Zeiten nicht mit der politischen Gemeinde zusammenarbeiten, so ist das heute ganz anders. Viele große Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Kloster- und Familienfest des Landkreises Bautzen, werden zusammen mit der Gemeinde und anderen Trägern geplant und organisiert.
St. Marienstern hat in der Region und auch im Bistum Dresden-Meißen einen festen Platz. Ich bin immer wieder erstaunt, was es da für Außenwirkungen gibt. Zum Beispiel wird ein junger Kirchenmusiker durch unser Kloster, seine Architektur, seine Einbettung in die Landschaft inspiriert, ein Oratorium zu komponieren. Es ist am 24.11.2019 in Süddeutschland uraufgeführt worden. Menschen in den unterschiedlichsten Situationen vertrauen sich unserem Gebet an. Und es ist nicht selten, dass sie kommen, um sich zu bedanken, wenn eine Krankheit überstanden oder eine schwierige Situation gemeistert werden konnte. Viele Menschen sind auf der Suche, aber viele wissen es gar nicht. Ein Kloster kann ein Richtungs- und Haltepunkt für sie sein. In diesem Jahr haben wir damit begonnen, an 4 Wochenenden junge Frauen unter dem Motto »Dein Wort gilt dir« einzuladen, ihre Berufung und ihren Weg zu suchen. Wir werden nicht gerade überlaufen, aber die Begegnungen und Gespräche sind sehr aufschlussreich. Wir vertrauen darauf, dass Gott auch in unserer heutigen Zeit Menschen ruft, dass Frauen ins Kloster eintreten, um sich Gott ganz zu weihen. Ein über 770-jähriges Bestehen ist dafür keine Sicherheit. Wir aber versuchen so zu leben, dass Menschen sich durch uns von Gott angezogen fühlen, dass Christus durch uns hindurch scheint. Dann kann auch unser Kloster eine Zukunft haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie sich doch überlegt haben, um diese 700 Kilometer zu reisen und zu uns zu kommen, nicht wahr? Sie sind ja nicht nur Äbtissin, sondern Sie sind ja auch eine erfolgreiche Unternehmerin. Wenn ich das so höre. Ja, doch. Genau, das ist so. Und trotzdem sagen Sie, also das Wichtigste für mich oder für uns, auch als Schwestern, ist das Chorgebet. Was bedeutet es für Sie? Warum ist es so? Sie sagen nicht, also dieser Teil unserer Abtei ist für mich so wichtig oder es ist ja auch ein Unternehmen. Aber Sie sagen, nein, das Chorgebet. Also in Führung sage ich auch oft, unser Chorgestühl, das ist unser Arbeitsplatz, ganz wichtig. Wenn ich anfange zu versinken in allen Problemen und Stresssituationen, habe ich ja immer wieder die Möglichkeit, mehrere Male am Tag mich zurückzuholen, wenn ich in der Kirche bin, und mich ganz vor Gott zu stellen und alles mit hineinzunehmen. Ist nicht immer einfach, logisch, das wissen Sie alle, wie andächtig wir beim Beten sind. Aber es ist immer wieder die große Chance und Herausforderung. Davon lebe ich, dass ich dann einfach auch nicht mich zerfleddere in alle möglichen Richtungen. Ja. Oh, ich komme zu Ihnen mal, das zu lernen. Die große Herausforderung für viele von uns, denke ich. Ja, ja. Aber Sie haben auch junge Schwestern inzwischen. Ja. Also Sie sagten gerade, es sind 11 Schwestern von 30 bis 91. 31 bis 91, genau. Ja. Und wie geht es denn dann den jungen Schwestern, die eingetreten sind? Wie haben Sie das geschafft? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie wir das geschafft haben. Also Marienstern hat in den letzten Jahren eine sehr schwierige Situation durchlebt. Meine Vorgängerin ist sehr jung gewählt worden. Sie ist dann zurückgetreten und ausgetreten aus der Gemeinschaft. Das war im Frühjahr 2017. Ich bin dann als Administratorin erstmal eingesetzt worden. Und das war auch gerade für die jungen Schwestern, die unter ihr eingetreten sind, eine ganz, ganz schwierige Situation für die ganze Gemeinschaft. Wir haben uns da also Hilfe von außen geholt, die mit uns Gespräche geführt hat. Und dass das wirklich jetzt gelungen ist, dass wir eine ganz feste Gemeinschaft geworden sind, das empfinde ich als ganz großes Geschenk und Gnade Gottes. Das war nicht selbstverständlich. Das war eine wirklich richtig wahnsinnig große Herausforderung für uns alle. Ich aber arbeite auch öfter mit jüngeren Menschen. Die haben zum Teil auch andere Auffassungen als
wir damals noch hatten, auch in die Richtung von wie viel man arbeiten sollte oder das Internet jetzt, nicht wahr, und alles. Wie sind die jungen Frauen, die zu Ihnen kommen, weil ich habe gesehen, es ist eine Journalistin, es ist eine Lehrerin, es ist eine Theologin, wie gibt es da Veränderungen oder mussten Sie sich auch verändern dadurch? Also das Kloster an für sich hat eine große Veränderung durchlebt. Ich bin ja ohne Internet, ohne Telefon eingetreten, zum Beispiel auch. Das Internet hat das Kloster auch verändert. Aber wir sind immer in sehr lebendigem Kontakt miteinander, im Gespräch. Wir haben jede Woche Konventgespräche. Und ich merke indessen auch, dass wir ganz anders miteinander umgehen können, reden können, wie wir Probleme bewältigen. Da muss man sich ja nicht da die Köpfe einschlagen oder so. Das gibt ja auch andere Möglichkeiten. Aber ich meine jetzt positiv gesehen, ja. Das ist natürlich eine Herausforderung. Und das, glaube ich, das macht die Lebendigkeit aus, dass wir das schaffen, dass auch die Älteren da mitgehen können, die vom Internet gar nichts verstehen und gar nichts halten. Die leben eigentlich viel ruhiger. Im Grunde genommen sagen sie auch immer wieder, aber das Maß muss ja jeder für sich selber finden. Also wie lange bleibe ich abends auf, um früh munter zu sein, dass ich nicht beim Chorgebet in den Seilen hänge sozusagen und müde bin. Ja? Da muss ich auch mal ein bisschen aufpassen natürlich. Aber jeder muss das schon für sich selber wissen. Ja? Die sind alles erwachsene Leute und die werden jetzt nicht, die Regel ist klar, aber wie gehe ich jetzt damit um und wie setze ich da auch meine eigenen Grenzen und Maßstäbe? Und also der Mensch ist nicht da für die Regeln, sondern die Regeln sind da für die Menschen und sie sind darin flexibel. Das würde ich schon so sagen, ja. Ja, also Internet im Zimmer. Gibt es bei uns jetzt, ja. Aha. Das ist für Frauenklöster nicht selbstverständlich. Bei Männern ist das schon lange irgendwo oftmals klar gewesen, auch mit dem Telefon gerade. Das war auch natürlich auch eine Entwicklung, würde ich schon auch so sagen. Ja, Ja, vielen Dank. Sehr interessant als ein tolles Projekt, was Sie machen. Ich möchte noch eine, mal schauen, ob es noch eine wichtige Frage gibt. Wir sind ein bisschen über die Zeit, aber das ist... Also ich habe mich an die 10 Minuten gehalten. Ja. Sie haben sich an die 10 Minuten gehalten. Das ist völlig wahr. Ich habe mich davor nicht an die Regeln gehalten. Noch eine Frage von jemandem? Ja, bitte. Bitte schön. Bitte Ihre. Ich bin Carmen und ich möchte fragen, ob die Schwestern auch mitarbeiten in die Tätigkeiten des. Der Tätigkeiten. Außerdem das Gebet. Ja, natürlich arbeiten wir auch sehr viel, ja. Ja, also. Darf ich das mitnehmen? Zum Beispiel den ganzen Tag die Pforte zu besetzen, ist schon mal eine Schwierigkeit. Die alten Schwestern werden von uns selber versorgt. Wir haben den Gästebetrieb, den Klosterladen, die Verwaltung. Was liegt ja alles in unseren Händen? Wir sind der Rechtsträger dieser Einrichtung, für alles verantwortlich. Also Langeweile hat im Kloster ja niemand. Solange er den kleinen Finger rühren kann, muss er den auch rühren. Ja, das ist schon ganz... Ja, reicht das? Okay, oder... Ja. Also nüchtern anpacken. Ich könnte noch stundenlang erzählen, aber ich glaube... Das ist so. Ich danke Ihnen sehr. Und mir hat also sehr gut gefallen, das habe ich mir aufgeschrieben, Herz und Stimme sollen im Einklang sein. Sagen Sie mir da noch 2 Sätze zu, was das bedeutet für Sie? Herz und Stimme sollen im Einklang sein. Dass ich mich immer wieder ausrichte, ganz auf Gott, und dass er mein Ein und Alles ist. Und das ist etwas, die Gottsuche im Kloster, damit bin ich ja nie fertig. Und das ist eine riesengroße Lebensaufgabe, die mich umtreibt und die mich aber auch erfüllt. Und ich möchte mich ja von Gott erfüllen lassen. Dann ist auch Herz und Stimme im Einklang. Ja. Vielen, vielen Dank.